Moin, ich bin's René, euer EWE Smartgeber. Wer mich kennt, der weiß, dass ich auf schnelle Autos stehe, sowohl in echt als auch in-game. Und genau deswegen zeige ich euch heute, wie ihr so ein Gaming Wheel selber basteln könnt, denn damit machen Rennspiele noch mehr Spaß. Um euer eigenes Gaming Wheel zu bauen, braucht ihr nicht viel. Am besten nehmt ihr eine Styrodurplatte in 2 cm Dicke, die bekommt ihr im Baumarkt. Styropor geht auch, lässt sich aber nicht so gut zuschneiden. Dann ein Cuttermesser, Teller in unterschiedlichen Größen als Schablone, ein Stift und etwas schwarzes Klebeband zum Aufpimpen. Natürlich könnt ihr auch andere Farben wählen. Als erstes zeichnet ihr mit Hilfe eines Tellers oder einer Kuchenform den äußeren Rand des Lenkrads auf Styrodur. Mein Teller hat 29 cm Durchmesser, das passt eigentlich ganz gut. Zum Zeichnen des inneren Randes braucht ihr einen etwas kleineren Teller. Der hier hat 24 cm Durchmesser, passt daher wunderbar. Gebt euch beim Positionieren aber ruhig etwas Mühe, denn umso besser sieht euer Lenkrad nachher aus. Jetzt müsst ihr natürlich noch euer Smartphone integrieren, dafür das Ganze schön mittig platzieren. So. Und dann wieder drumherum zeichnen. Wer begabt ist, der kann den nächsten Schritt frei Hand machen. Ich habe jedoch zwei linke Hände, daher nehme ich nochmal einen kleineren Teller zur Hilfe, um damit dann unsere Griffmulden zu zeichnen. Der erste Schritt ist geschafft. Jetzt geht's ans Ausschneiden. Denkt dabei an eine vernünftige Unterlage. Ausschneiden ist erledigt, aber weil ihr das Ganze in doppelter Ausführung braucht, macht das gleiche nochmal, jedoch ohne das Smartphone auszuschneiden. Um die beiden Teile des Lenkrads jetzt zu verkleben, nutze ich schwarzes Klebeband bzw. Isolierband, denn damit könnt ihr super nachher die Ecken ausbessern. Wenn ihr fertig seid, soll das Ganze dann so aussehen, aber je nachdem, welches Spiel ihr spielen wollt, müsst ihr natürlich noch Gas geben und bremsen können. Dafür Alufolie, Sekundenkleber und eine Feder aus einem Kugelschreiber auftreiben und dann basteln wir was. Ich habe die Kugelschreiberfeder schon mal in der Mitte getrennt, damit erhaltet nämlich ein spitzes Ende. Und dann stecht ihr in das Styrodur rein und dreht vorsichtig die Feder hinein. Alufolie eignet sich wirklich gut als Fingerersatz, dafür einfach ein passendes Stück abschneiden und basteln natürlich, das habe ich schon mal vorbereitet. Danach nehmt ihr den Sekundenkleber, nur einen kleinen Tropfen auf die Feder, seid vorsichtig dabei und dann das Fingerstück ordentlich festdrücken. Passt dabei jedoch auf eure Finger auf, sonst klebt ihr nachher am Lenkrad. Jetzt noch das Smartphone ins Lenkrad reinlegen und schon können wir ordentlich die Reifen qualmen lassen. Das macht auf jeden Fall deutlich mehr Spaß. Vergesst nicht, unseren Kanal zu abonnieren. Bei Fragen einfach in die Kommentare damit. Ich kümmere mich drum. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Euer René.